Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Heute wollen wir uns hoffentlich um unsere Full Netherite Arme kümmern. Es wäre sehr, sehr cool. Wir sind da basically Full Dia. Es fehlt noch ein bisschen was. Es fehlt noch ein Turtlane. Und es fehlen noch Sponge für die Schuhe. Das wollen wir heute holen. Das heißt, Guardian Temple ist auf jeden Fall am Start. Turtlehelm kriegen wir vom Spawn. Da hat Kev ein paar Turtles und sowas mit dabei gehabt. Darum kümmern wir uns dann also. Und dann düsen wir in einen Nether und holen uns ein bisschen Netherite Stuff. Ich habe auch schon angefangen, mir ein paar Flaschen zu holen, damit wir uns Tränke brauen können. Wir haben super viel Bambus, also die Rüstung wird auch noch mal ein bisschen besser und so. Wir verzaubern definitiv nochmal, aber Full Netherite ist ein Muss. Und wenn wir dann Full Netherite haben, dann können wir uns definitiv auch um einen Raid kümmern. Endlich mal. Also ich weiß immer noch nicht, ob alleine oder mit Leuten zusammen. Das gucken wir dann, wenn Leute da sind so. Aber das ist auf jeden Fall die Idee. Wir machen für jetzt ein paar Weakness Potions, denn wir haben die ganze Zeit Zombie-Villager. Oh, wir haben gar keine Blaze-Rods. Oh, da habe ich nicht dran gedacht. Da müssen wir unbedingt nochmal rüber. Aber wir haben hier immer noch ein paar Villager, die wir hier eingesperrt haben. Da drin ist auch einer und in dem Haus ist auch einer. Drei Zombie-Villager, die wir dann nochmal, also entzombifizieren. Dann sind die ein bisschen billiger und wir können wieder mit denen traden. Und das ist ein bisschen der Plan. Also gehen wir jetzt einfach quick in den Nether, holen uns ein paar Blaze-Rods. Wir haben schon eine Festung gefunden. Danach Unterwassertempel, ne? Und einen Sponge holen. Look this beauty! Es ist eine unglaublich schöne, sehr zentral gelegene Netherfestung mit guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie guten Schulen und Kitas in der Nähe. Ja, ja, ja. Und da werden wir jetzt ganz kurz ein paar Blaze-Rods fahren. Wir brauchen da nicht viel. Eigentlich brauchen wir nur ein paar Potions zu brunnen, aber dann sind wir Gucci Prada. Ich bin immer fly. Leider kein Looting. Wir haben unsere Blaze-Rods. Wir nehmen jetzt mal einfach auf ganz risky irgendein Portal. Das sieht relativ mittig aus. Vielleicht kommen wir dann in Nähe des Spawns raus. Das wäre ziemlich cool. Jetzt sind wir bei Spark. Okay, ich weiß nicht, ob Spark zentral war oder nicht. Ah, ich befürchte fast nicht, ne? Ich würde gerne an den Spawn, eigentlich. Obwohl der, glaube ich, nicht so weit weg ist von hier. Sekunde? Nee, I don't know. Ich weiß leider nicht genau. Ich weiß nicht, wo die Spawn-Cords sind. Ich könnte Max fragen. Dann können wir da gleich rüber für die Turtle Shells, damit wir uns den Helm bauen können. Das wäre cool. Aber Blaze Rods haben wir auf jeden Fall. Und es ist Zombie Doctor Time, Chat. Here we go. Nummer uno. Den können wir schon mal machen. Der zweite Kollege ist hier drin, soviel ich weiß. Ah, vielleicht ist er despawned. Ja, der ist leider despawned. Ich glaube, das war auch einer, der einfach random hier war. Und der nicht verwandelt wurde. Ist der auch weg? Der ist auch despawned? Ha, dann haben wir nur den einen. Naja, okay, immerhin. Ist auch irgendein Bibliothekar. Dann haben wir Zombie-Doktor und ein bisschen besser verwandelt. Dann warten wir ganz kurz und dann können wir mit ihm wieder ein bisschen traden. Oh mein Gott, wir haben was Unglaubliches bekommen, Chad. Wir haben einen Wandering Trader bekommen. Mit einem Pufferfisch. Und den brauchen wir einfach für Potions. Let's go. Und Small Drip Leaves. Banger. Alles andere ist eigentlich useless. Alter, weil gerade Blitz eingeschlagen hat. Wir haben sogar Surge Protector bekommen, weil gerade Blitz hier eingeboomst hat. Aber also ist es irgendwie so ein Ding, dass halt Wandering Trader einen Blitz machen, wenn sie spawnen. Cool, jetzt haben wir den Pufferfisch, den brauchen wir für Potions. Vielleicht traden wir uns sogar noch einen, dann haben wir genug. Aber dieser Villager hier unten, glaubt ihr, er würde mir irgendwann mal die Sachen gönnen, die ich möchte? Ich will Unbreaking oder Featherfalling und der spuckt mich einfach seit einer halben Stunde an. Ich hasse ihn. Ah, let's go, Alter, YouTube ist einfach supreme. Oh, Banger, ihr wart live dabei. Sick, jetzt können wir traden. Huge Pogchamp. Freunde, schau mal, wo wir angekommen sind. Am Spawn. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Wir haben es tatsächlich geschafft. Leider keine Netherwarzen im Nether gefunden. Vielleicht gibt es hier irgendwo welche, die wir uns kurz White Hardo joinken können. Aber was es hier definitiv gibt, was ich auch weiß, dass es das gibt, ist Turtle Shells. Und zwar von dem guten Kev. Der hat hier vorne nämlich schon vor Ewigkeiten Turtles angefangen zu züchten. Und da können wir gucken erstens, ob es welche gibt. Oder ob wir die so züchten können. Es sind auf jeden Fall einige hier. Wir können mal ganz kurz durchlaufen. Vielleicht sind ja sogar welche gerade hier. Oh Gott, Alter, wie viele da in dieser Ecke hocken. Alter, das ist ja wie Pinball. Einfach Pinball mit Turtles. Wild. Dann holen wir uns ganz kurz ein bisschen Seegras und züchten die mal. Dann müssen wir wahrscheinlich nur ein bisschen hier in der Nähe bleiben, damit wir da genug Skewed bekommen, um uns einen Turtlehelm zu machen. Und dann gehen wir zum Tempel. Die Cords davon haben wir auch.
Vielleicht gehen wir erst zum Tempel und holen uns einen Sponge. Dann können wir nämlich hier gleich chillig die Sachen machen. Nehmen wir die noch mit, dann können wir Seagrass holen. Und dann haben die Turtles auch gleich Bock. Wir sind am Tempel angekommen, meine Lieben. Hier ist er. Ich bin sehr gespannt, ob alles klappen wird. Ich weiß nämlich erstens nicht, ob der Main Guardian noch lebt, also großer Big Baba Bubu Guardian, oder ob der schon tot ist. Wenn er schon tot ist, dann sehr geil. Wenn nicht, dann nicht so geil, weil ich habe weder TNT noch Milch dabei. Wir haben ein paar Türen und so. Wir haben theoretisch auch Gaps, wenn es ganz, ganz bremslich werden sollte. Aber bis jetzt sieht noch alles ganz gut aus, ne? Oh, das ist auf jeden Fall ein großer Guardian, der noch lebt. Ich meine, wenn wir Glück haben, dann schaffen wir es vielleicht in die Sponge-Kammer, bevor wir Mining Fatigue bekommen. Wenn wir sie finden würden. Ah, da ist sie. Ach, goddammit. Ich habe auch keine Milch mitgenommen. So stupid. Man. Entweder bauen wir jetzt dann 3 Minuten lang einen Block ab, wenn das überhaupt geht. Aber ich glaube, in Mining Fatigue 3 geht es gar nicht mehr. Oder wir müssen nochmal kurz Milch holen. Aber wir haben es auf jeden Fall reingeschafft. Das ist schon mal gut. Oh, man. Okay, Freunde, wir machen ganz kurz einen unglaublich spannenden, sehr intensiven Guardian-Boss-Kampf. Weil dieser Kollege, glaube ich, auch einen Spot droppen kann. Hat aber nicht gemacht. Schade. Doch, hat er. Let's go. Sick. Dann kriegen wir unseren Sponge so und nicht über den Room. Nice. Ey, dann haben wir unseren Sponge und wir machen Pepe-Poof und sind out of here. Mehr brauchen wir nämlich gar nicht. Ja, jetzt müssen wir halt nur... Ich habe oben aufgebaut, ne? Können wir da nicht hier rausschwimmen? Hehe, sick. Boot. Boot weg. Boot weg. Alarm. Tot. Alarm für Cobra 11. Ey, wir sind out of here. Sick. Dann, ja, müssen wir jetzt auf unsere Turtles warten, bis die fertig sind. Freunde, wir sind soweit, uns einen Schwamm drüber zu legen. Über die Sachen, die wir zusammen erlebt haben. Und wir können Steerboots machen. Here we go. Das ist das vorletzte Armor Piece. Und das letzte ist der Diamond Helm. Wir stehen schon ewig lange hier rum. Die Turtles bauen aber allerdings genauso lange. Deshalb warten wir noch, bis die schlüpfen. Und dann kriegen wir Skewed. Ich habe sehr viel Seegras vorbereitet, damit wir die hochzüchten können. Aber die brauchen halt ihren Moment, ne? Was soll man tun? Die sind nicht so schnell. Deswegen warten wir. Und wenn die fertig sind, dann haben wir unseren Diamond Helm. Und dann können wir ein bisschen Netherite farmen gehen. Denn the Netherite is found in the Nether. And there we can mine it at a very good... Oh, ja, ja. Hey, Babyschildkröten sind geschlüpft, Chat. Hey, Babahaft. Guck dir diese wunderschönen Creatures an. Oh, my lord, die werden wir jetzt hochzüchten, dann kriegen wir Skewed und dann können wir uns einen Turtle-Helm bauen. Oh, let's go. Ich glaube, wir pusten so einen halben Stack in jedes rein. Ich glaube, das sollte sehr, sehr gut sein. Und dann, wenn die erwachsen werden, dann machen sie plopp. Und dann kommt der Skewed bei rum. Alter, wie geil. Werden die gleich erwachsen? Die werden gleich erwachsen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen in einem. Ich würde es gerne so anders wissen, aber nochmal. Da! Da ist Skewed Nummer Uno! Let's go. Skewed number one. Die sollten alle gleich groß werden, oder nicht? Er sollte auch gleich groß werden. Und er hier auch. Und er hier auch. Oh, there we go. Skewed 2, Skewed 3. Oh mein Gott, 3. 3. Wir brauchen 5. Wir brauchen 5. There we go. 4. Oh. 5. Pogchamp. Let's go. Das hat sehr gut geklappt. Boom, Turtle Helm und Baboom, Diamond Helm. Wir haben es geschafft. Ich würde gerne dämmen, aber das wäre ein bisschen cringe, deswegen machen wir das nicht. Und damit haben wir unseren Diamond Helm. Wir sind full hier. Das heißt, jetzt können wir nach Hause. Auf ganz Quickness. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Auf ganz Quickness die. Warum hat die Tür so krass? Ah, der sieht aus wie so ein Mensch, der so im Baumarkt war und sich irgendwas gekauft hat. Wir gehen nach Hause. Wir haben jetzt das Zeug. Das können wir verzaubern. Und dann. Fahren wir Netherite. Also das ist die Idee auf jeden Fall. Wir könnten ja auch auf dem Heimweg Netherite fahren, das wäre auch wild. Ist das etwa unser erstes Ancient Debris nach nur wenigen Sekunden suchen? Das ist ja unglaublich. Hidden in the Depths. Sick. Direkt 2 Stück gefunden. Okay, ich habe leider kein Mending auf meiner Pickaxe. Das wäre sehr, sehr, sehr gut. Dann könnten wir auch mit Quarze direkt reparieren, aber jetzt tun wir erstmal weiter. Wird hoffentlich nicht so lange dauern. Vielleicht gehen wir nach Hause und machen Mending zwischendrin drauf. Das wäre eine Possibility. Okay, Freunde, wir müssen ganz kurz unsere Netherite Farming Session unterbrechen für ein kleines Team-Meeting hier drüben, so wie es aussieht. Kroko hat uns einberufen zu einem krokojanischen Meeting. Ihr seid doch alles mutige Recken, oder? Nee, absolut nicht. Nein. Was machen wir denn jetzt hier, Chat? Also, so wie ich euch einschätze, seid ihr alle mutige Recken, weil ihr würdet ja alle den Enderdrachen auch alleine entgegentreten. Ja, klar, natürlich. Ja, easy, Genau, also dann habe ich euch ja richtig eingeschätzt.
Und Basti und ich, wir versuchen auch unser Bestes, mutig zu sein und versuchen uns immer wieder aufs Neue zu beweisen und haben dafür auch einen entsprechenden Altar gebaut, der uns immer wieder mit neuen Aufgaben, uns immer wieder neue Aufgaben gibt. Und wir müssen unseren Mut beweisen. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, ob es hier einen mutigen Recken gibt, der auch traut, so den Knopf am Altar zu drücken und die Aufgabe anzunehmen. Nee, ich weiß nicht, was drin steht. Das heißt, ich muss einen Raid machen. Na, aber kann ich dir vielleicht vorlesen. Alle kann ich dir nicht vorlesen, weil mutig? Das will ich nicht spoilern. Aber mutig, ein Raid ist zum Beispiel nicht dabei. Was wir machen? Wer traut sich? Ich stelle mich. Ich bin dabei. Ja, das muss jetzt nice. Ich trau mich nicht. Nice. Komm, dann muss jeder eine machen, oder? Jo, jeder eine. Komm schon. Und dann muss jeder eine machen. Let's go. Ich bin dafür. Ach, nö. Also jeder muss jetzt machen. Die Challenge, also nur eine kleine Warnung. Die Challenges sind schon so ausgerichtet, dass man dabei eventuell auch drauf geht. Den Enderdrachenkampf nicht miterlebt. Ja, aber nur also, wenn man schlecht ist. Daran schuld sein, dass das Projekt zusammenbricht und alle werden sterben. Ich wäre sonst, wenn ihr eine zweite Challenge habt, auch dabei. Okay, dann würde ich euch jetzt einfach mal zum Altar bringen. Oh. Okay. Oh Gott. Oh Gott, was tun wir uns da? Oh, wenn ihr wisst jetzt, also. Oh Gott, was haben wir uns eingelassen? Hier. Oh, da sind also da ein sind paar wenige Challenges wurden schon gemacht, aber die waren auf alle Fälle. Es waren schon welche dabei, die waren schon. Ein paar müssen wir aber sagen, die waren nicht so schlimm. Ich habe alle verfolgt bei euch. Die waren ein bisschen herausfordernder. Die kommen ab erst morgen. Ja, Kroko, wir müssen was reinmachen, weil das, was aktuell drin ist. Es ist schon okay. Also es funktioniert wie folgt. Ihr sollt nicht heimlich lesen. Also du liest, Basti, es ist sehr gut. Basti soll auch nicht heimlich lesen. Ja, ich hab meinen Krempel loswerden. Ja, spick du mal. Können wir uns auch verweigern? Nein, jetzt ist zu spät. Also du kannst dich jetzt verweigern. Wenn wir den Knopf gedrückt hast, wenn der Knopf gedrückt ist, sind alle dabei, die gesagt haben, wir sind dabei. Na gut. Oh, es sind aber echt ein paar einfache dabei. Ja eben, ja, das meine ich ja. Raus. Oh, das sind echt. Also ihr habt alles gut. Wir haben noch nicht nachgefüllt und es ist noch die einfache Runde drin. Also habt ihr Glück, ihr werdet wahrscheinlich überleben. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr überlebt. Okay. Okay. Gut. Wer möchte denn den Knopf drücken? Jo. Zack, zack. Okay. Easy. Boom. Okay. Du hast zwei Zettel jetzt bekommen. Zwei? Ach so. Oh, einen Witterkopf besorgen im Netraum. Oh, wow. Ja, nice. Okay. Okay, also das war ja einfach. Nur zur Info, falls ihr euch jetzt alle freut und denkt so, yeah, wir können Witherspawn und so. Wir brauchen diesen Witherkopf für den Altar hier, logischerweise, ne? Also. Aber ich finde, das ist ganz gut. Wollen wir uns dann vielleicht am Samstag treffen und gemeinsam mit dem Wither danach einen Raid auslösen? Denn was vielleicht viele nicht wissen, was? Der Wither löst hier in diesem Datapack Bad Omen aus. Dann hat man 10 Minuten Zeit, einen Raid damit zu machen. Also, wollt ihr das dann verbinden, wenn wir es schaffen? Ich weiß nicht. Also, ich bin nicht. Ich bin Samstag. Also, traut ihr euch, weil ein Raid ist? Nee, ihr könnt machen, aber. Was die Nöte, ja, ich bin jetzt da. Ich bin für Samstag verabredet. Okay, dann müssen wir. Bei SkyAttack leider. Dann müssen wir vor den Drachenkampf, oder? Aber so Daniela, also ich habe da eigentlich nichts dagegen. Ich auch nicht. Also ruhig, okay. Ich kann nur versprechen, wenn ich noch am Leben bin. Ne? Wenn ich nicht am Leben bin, kann ich nicht teilnehmen. Dann holen wir uns vor dem Drachenkampf ein Totem und treffen uns alle und werden dort einen Raid machen, oder? Perfekt. Uff. Hört sich doch nach einem Plan an. Ja, sollen wir dann den Witherkopf jetzt gleich besorgen oder dann? Ja, jetzt. Gut, Action. Dann ab ins Nether. Jetzt wird aussortiert. Jetzt gibt es weniger Spieler. Okay, also alle Nähte und dann heißt es. Unsere Aufgabe ist nicht so vorangegangen, wie wir das gerne gehabt hätten. Kroko ist von uns gegangen. Kroko ist tot. Wir beerdigen ihn gerade zusammen mit Basti. Sehr traurig, was hier passiert ist. Sehr, sehr traurig. Wir trauern um ihn und werden uns noch verabschieden. Oh nein! Der nächste Tote. Oh, Herr Maurus, es kommt mal. Leute. Komm, ich bring uns jetzt beide um. Was? Oh nein! Creeper! Höhle! Ah! Du bist. Oh, da ist ein Creeper. Ja, das sind voll viele. Wäre einer der Gentlemen so mutig, den Basti zu retten?
Wir können ja mal was sagen, oder was? Unter meinem Grab. Was, ich hab dir mal was erzählt. Ich schon sehe aus meinen Tränen geformt, weil ich so viel geweint habe. Vergiss es. Oh, Nils ist das Höhlentaucher. Der kann das. Ja, oh, Nils. Du bist ein Creeper. Kroko, aber ich muss wirklich Wenn sagen. Wenn Nils jetzt stirbt wegen mir, oh Gott, dann habe ich so ein schlechtes Wort, das ich gehört habe. Oh boy, we did it. Wir haben es gefunden. Unser letztes Ancient Debris. Und dann direkt so ein Dreier vorkommen. Weißt du, uns fehlt seit einer halben Stunde, fehlen uns drei Stück. Und jetzt finden wir die alle drauf einmal. Lächerlich. Aber sehr, sehr geil. Damit haben wir unsere komplette Rüstung. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob wir die jetzt schon upgraden wollen, weil mir theoretisch noch Enchants fehlen. Also ich hätte sehr gerne noch, na gut, Unbreaking Mending halt, ne? Auf den Boots. Dafür brauchen wir 5 Level. Die haben wir jetzt gerade nicht. Und dann hätte ich sehr gerne... Ich dachte gerade, da steht ein Enderman. Und ich hätte einen Fetterfolie noch gerne auf dem Boot. Ist halt minimal teurer. Ach, eigentlich können wir es jetzt echt schon upgraden, ne? Dann düsen wir nach Hause, schmelzen das Zeug. Wir haben vielleicht sogar genug Gold. Ich weiß es nicht. Und dann, dann sind wir fertig. Dann haben wir Full Netherite. Bis auf Tools. Die upgraden wir auch noch, aber das machen wir wann anders. Jetzt haben wir erstmal Rüstung und dann bin ich schon mal sehr zufrieden. So, Freunde, wir haben es geschafft. Schaut euch diese wunderbaren 16 Netherite-Scrap an. Es fühlt sich, um ehrlich zu sein, nach Skyting ein bisschen weird an, so wenig davon zu haben. Aber 4 Netherite-Ingots und mit denen, kurz sicherstellen, dass er kein Creeper ist, können wir jetzt Netherite-Boot, Netherite-Leggings, Netherite-Helm und Netherite-Chestplate. Here we go. Sick. Nice. Yeah, wir haben es geschafft, Freunde. Jetzt sind wir endlich wieder gut gekleidet. Ey, ich habe mir davor schon ein bisschen Sorgen gemacht, ne, wie wir hier angezogen waren. Das war, könnte man nicht unbedingt vereinbaren in dem Projekt. Aber Full Netherite geschafft. Ist sehr nice. Ich glaube jetzt, was so Mob-Damage angeht, kann uns jetzt nicht mehr so viel töten. Wir haben Full Prot Netherite. Also das ist absolut Chakwiese. Feather Falling ist noch ein Ding. Und dann, wenn wir Feather Falling haben, dann ist das Einzige, was uns eigentlich wirklich töten kann, das Void. Und das ist halt beim Ender Dragon Fight. Aber ich denke, das kriegen wir auch irgendwie hin. Ey, ich bin super zufrieden. Es war sehr nice. Super schade, dass Kroko gestorben ist. Ich hätte, die nehmen wir mal mit. Ich hätte, das war wirklich doof, dass Kroko gestorben ist. Er hat sich so Mühe gegeben, wieder so coole Sachen für die anderen Leute und so gemacht. Aber, ja, it happens. Leider. Sehr, 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 sehr leider. Aber wir sehen uns morgen wieder. Glaube, wir können uns so langsam mal um den Raid kümmern. Ich bin mir noch nicht sicher, was Wither-Ding angeht. Ob man einen Raid nur über einen Wither bekommt oder auch über Pillager. Sonst können wir das ausprobieren. Aber mit Netherite sollte Raid jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr sein. Und ansonsten geht es dann weiter. Mal gucken. Jetzt sind wir, ich meine, wir sind schon bald beim Endkampf. So ist ja nicht, ne? So viele Tage haben wir nicht mehr. Also eigentlich war das jetzt ganz gut getimed. Totem wäre jetzt noch cool und dann sind wir good to go. Dann sind wir auf jeden Fall definitiv an Klippe. Aber das machen wir dann. Peace.